Habe voll Bock auf Multiplayer. Ich auch. Deswegen versuche ich ja schon seit 4 Monaten, einen Multiplayer zu programmieren. Dafür benutze ich die Photon Engine, mit der Spiele wie Stumbleguys erstellt wurden. Stumbleguys benutzt aber Quantum. Das ist leider nicht nur verdammt teuer, dafür müsste ich auch das komplette Spiel neu programmieren. Deswegen habe ich Fusion benutzt. Das ist nur mittelteuer und kann theoretisch auch alles, was man braucht. Theoretisch. Ich habe es nicht geschafft, damit den Multiplayer auf dem Handy zum Laufen zu bekommen und ich weiß auch nicht, ob es überhaupt möglich ist. Darum habe ich alles weggeschmissen und probiere es jetzt mit Fishnet. Einfache Multiplayer-Bewegungen klappen damit schon mal sehr gut. Ob ich damit das ganze Spiel vernünftig zum Laufen bekomme, werden wir aber noch sehen.